Viel Geduld und Verhandlungsgeschick, das braucht es, um mit der EU einen Kompromiss für die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative zu finden. Das hat das heutige Treffen zwischen Justizministerin Simonetta Sommaruga und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erneut deutlich gemacht. Der Vorschlag einer Schutzklausel, welche die Schweiz auch einseitig ausrufen kann, kommt in Brüssel nicht gut an. Auch in der Schweiz selbst gehen die Meinungen darüber, wie stark durch die Klausel die Zuwanderung beschränkt werden soll, weit auseinander. Sarah Weber. Selten hängt sie hier in Brüssel, die rot-weiße Flagge. Doch heute weibelte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga für die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Sie sucht eine Lösung, die zum Schweizer Volkswillen und zu den Spielregeln der EU passt. Es war von Anfang an klar, es ist außerordentlich schwierig, überhaupt etwas zu finden. Und die EU hat ja am Anfang gesagt, wir reden gar nicht mit euch darüber. Jetzt hat man zu reden begonnen. Man hat einen Ort gefunden, wo mit einer Interpretation eine Lösung möglich wäre. Der politische Wille ist vorhanden. Aber ob wir am Schluss dahin kommen oder nicht, das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Sommarugas Rezept? Die EU von einer Schutzklausel überzeugen, womit die Schweiz die Zuwanderung selber regulieren könnte, obwohl dies mit der Personenfreizügigkeit der EU schwer vereinbar ist. Tatsächlich ist der Tonfall seitens der EU heute etwas freundlicher. Da müssen wir uns weiterhin annähern. Ich gehe auch davon aus, dass uns das in den nächsten Wochen, Monaten gelingen wird. Die Zuwanderung in die Schweiz einschränken. Heute kommen rund 80.000 Menschen pro Jahr. Das sei zu viel, entschied das Schweizer Volk im Februar 2014. Doch für wie viele soll die Schweiz mit Hilfe einer Schutzklausel künftig ihre Grenzen noch öffnen? Für den Wirtschaftsvertreter und Arbeitgeberpräsidenten Valentin Vogt ist klar, zu streng dürften diese Einschränkungen nicht sein. Die Zahl muss sicher deutlich tiefer sein als in den letzten Jahren, also deutlich tiefer als 80.000 Leute. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass aus verschiedenen Branchen eine Nachfrage da ist, weil die Wirtschaft weiter wächst. Und wir können uns eine Zahl zwischen 50.000 und 65.000 Leute vorstellen, aufgrund des jetzigen Konjunkturausblicks. Die Zuwanderung in die Schweiz einschränken. Von 80.000 auf rund 65.000 pro Jahr. Diese Zahl sei immer noch sehr hoch, hält der SVP-Chefstratege Christoph Blocher dagegen. Er glaubt, dass es weniger Leute braucht. Das zeigt aus der Erfahrung, wenn die Wirtschaft gut läuft, gibt das wahrscheinlich einen Durchschnittswert von 21.000. Und mit dem sind wir gut durchgekommen. Ja, wir erachten die Zahl als unrealistisch, weil allein durch Heirat mit Schweizerinnen oder Schweizer kommen etwa 10.000 Leute in das Land. Wenn sie noch Flüchtlinge dazu nehmen, ist die Zahl schon erreicht, bevor eine Arbeitskraft in das Land kommt. Wenn er sagt, wir brauchen pro Jahr 50.000 bis 60.000, ist das ein Unsinn. Das hängt von der Wirtschaftsentwicklung ab, das hängt von der Sozialleistungen ab und so weiter. Das kann man nur jedes Jahr festlegen, wenn man sieht, wie viele Leute es da hat, die man einsetzen kann. Und wie läuft die Wirtschaft? 21.000 oder doch 65.000 Personen. Sollen es viel weniger Zuwanderer sein oder nur ein bisschen weniger? Mit Brüssel ist man zurzeit nach wie vor uneinig, wie die Schutzklausel überhaupt aussehen könnte, sagt unser Korrespondent Sebastian Ramschbeck. Nach meinen Recherchen will die EU auf jeden Fall vermeiden, dass es allein die Zahl der Zuwanderer ist, die darüber entscheidet, ob die Schutzklausel in Kraft gesetzt werden könnte oder nicht. Eher vorstellen könnte man sich eine Formel, die verschiedene soziale Faktoren berücksichtigt, zum Beispiel die Arbeitslosigkeit oder auch die Wohnkosten. Doch auch hier würde gelten, mit dem Feilschen um konkrete Zahlen finge der Streit dann vielleicht erst richtig an.